Wir sind seit 3 Tagen hier im schönen Bayern und von Italien hierher gefahren. Haben gehofft, dem Coronavirus zu entfliehen, derweil ist er uns gefolgt. Und wir haben noch ein weiteres Thema, und zwar darf meine Ehefrau in wenigen Wochen entbinden. 4 weeks to go. Und das macht das alles sehr spannend. Mhm. Wir haben gedacht, wir erzählen ein bisschen unsere Story, was wir uns so, was wir erlebt haben jetzt mit der Geschichte. Also vor 3 Wochen wurden die Schulen geschlossen, also in unserer Region. Da gab es noch nicht so viele Fälle, aber die haben einfach mal geschlossen. Und jetzt immer mehr. Also jetzt mittlerweile sind Grenzen zu, mittlerweile sind Arbeiten zu, mittlerweile sind Shops zu, Restaurants, alles zu. Und genau, wir waren eine Zeit lang getrennt. Der Dani musste arbeiten in Italien, ich war in Bayern, und wir wussten natürlich nicht, wie sich das mit den Grenzen entwickelt. Mit Wehen immer wieder, Übungswehen, und einfach nicht der Unsicherheit, wie es weitergeht. Und wir hätten die Entscheidung mal kurz gefasst, dass die Christina da in Bayern bleibt und ich in Italien weiterarbeite. Aber dann hat es irgendwie so ausgeschaut, dass die Schweizer Grenzen zumachen. Und wir haben uns dann einfach entschlossen, nee, wir bleiben als Familie zusammen. Und deswegen sind wir jetzt hier in Bayern. Genau. Und was wir einfach gelernt haben durch den Virus, der uns, wir wissen es nicht, aber der uns jetzt mal von außen gesehen nicht konkret persönlich erwischt hat, aber was er mit uns gemacht hat, ist, dass wir ganz neu alles Gott übergeben mussten. Und das war das Beste, was uns passieren konnte. Dass wir mal wieder da gestanden sind mit leeren Händen und gewusst haben, wir können unser Leben nicht kontrollieren, wir können unsere Sachen nicht kontrollieren, wir können unsere Situation nicht kontrollieren, aber Gott ist bei uns und er führt uns und er gibt uns einen übernatürlichen Frieden. Und die erste Reaktion, die wir immer haben, wenn wir einfach anfangen, lang am Handy zu hängen, viel News zu lesen und so weiter, einfach zu proklamieren, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist, dass wir einen schützenden Vater haben, der auf uns aufpasst, wie es im Psalm 91 steht, dass wenn wir uns bewusst entscheiden, unter seinem Schutz zu leben und unter seinem Schutz zu stehen, dann kommt keine Seuche sozusagen und keine Krankheit an uns ran, denn wir sind geschützt unter den liebenden Händen des Vaters. Und das ist eine Wahrheit und eine Realität, die wir ganz bewusst, konkret über unser Leben aussprechen dürfen. Genau. Und ich glaube, jetzt gerade ist für uns Christen wichtig, dass wir das nochmal ganz neu aufnehmen, dieses Kindsein, dieses Tochtersein, dass wir die Freude, die den Menschen so fehlt, die nur diese News haben, dass wir die Freude weitergeben, die uns der Glaube gibt. La gioia del Signore è la nostra forza. Amen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, und gerade jetzt in diesem Moment dürfen wir Lobpreis machen, dürfen wir unser Herz erfüllen mit Freude, weil wir wissen, dass Gott siegen wird, dass er regiert und dass er uns da durchführen wird. Und im Endeffekt ist es eigentlich ziemlich egal, wo man gerade ist, ob man in Italien ist, in Norditalien, ob man in Bayern ist, in Berlin, ob man in Österreich, in Salzburg ist, ist eigentlich ziemlich wurscht. Es kommt eigentlich darauf an, dass man weiß und die Entscheidung trifft, sich unter den Schutz Gottes zu stellen. Weil dann ist man wirklich sicher. Und keine Medien, keine Zukunftsprognosen, keines kann dir die Sicherheit geben, die deine Gottesbeziehung geben kann. Und Gottes Beziehung fängt immer im Kleinen an. Gottes Beziehung fängt immer bei mir zu Hause an, wenn ich meine Knie beug und anfange zu beten. Da fängt der Glaube. Aber die tiefe Herzensbeziehung, die kann nur ich mit meinem Vater haben. Und da sind wir jetzt gerade auch aufgerufen, dass wir einfach in die Intimität gehen mit ihm. Dass wir wirklich wieder sehen, wieder erkennen, wer wir sind in seinen Augen. Und das durch die Medien, durch die Möglichkeiten, die wir noch haben in unserem Rückzug und in unserer Quarantäne, in die wir uns hoffentlich alle begeben. Aber dass wir da wirklich Licht und Salz sind. Jo, das war's auch schon wieder. Wenn du noch nie die Bibel aufgeschlagen hast, dann geh in das Zimmer deiner Oma, entstaub sie, hol sie aus dem Kasten raus und lies den Psalm 91 durch, so wie wenn er für dich persönlich geschrieben ist. Und du wirst merken, er hinterlässt Spuren der Hoffnung und der Freude.